Annette Dittert, aber es gibt noch einen ganz anderen Punkt. Da ist nämlich mein Kollege Gerd Joachim von Fallower im Moment gerade. In Berlin gibt es sehr, sehr viele Briten, sehr, sehr viele englische Staatsbürger und die wollen natürlich ein Stück Heimat auch in der deutschen Hauptstadt finden und in einem dieser Läden, sozusagen einem Kristallisationspunkt, da ist Gerd Joachim von Fallower jetzt im Moment. Ja, Konstanze, nicht in einem dieser Läden, sondern in dem Laden in Berlin, das Broken English in der Körtestraße. Das ist die Institution für die britische Community. Stellen Sie sich vor, Sie laufen in London rum und haben dringend Hunger auf ein Eisbein mit Sauerkraut. Dann wissen Sie nicht, wo Sie hingehen sollen. Die Briten, die zum Beispiel sowas essen wie Marmit, ja, das ist ein sehr britisches etwas, Melasse ist das quasi, was man auf ein Toastbrot isst. Die wissen, wo Sie das kaufen können, nämlich hier im Broken English. Und wenn sie nicht andere Verpflichtungen hätte, wäre sie bestimmt auch da und sie ist da, zumindest in Pappe, die Queen, der würde dieser Laden auch gut gefallen. Hier riecht es süßlich lecker nach Tee und nach Seife, denn das wird hier natürlich auch verkauft. Auch verschiedene Devotionalien jetzt hier, die natürlich zu diesem Besuch passen können. Und die Besitzerin des Ganzen ist Dale Kerr. Sie ist 1978 hier erschienen. Ich glaube, damals wollten Sie gar nicht bleiben und dann sind Sie doch geblieben. Wie kam das? Das kam, weil ich bin langsam in Berlin verliebt. Ich wollte nur 3 Monate bleiben, aber dann, ich habe einen Arbeitsplatz bekommen und ich habe gedacht, okay, jetzt kann ich ein bisschen länger bleiben, ein Jahr, und dann geht die Jahre vorbei. Und jetzt ist das über 35 Jahren. Ja, und am Anfang haben Sie ja für die Armee hier gearbeitet, das Richtig. War ja auch noch, als ja. die Mauer stand. Ja. Und wie sind Sie dann darauf gekommen, so etwas anzubieten, was die Briten offensichtlich hier dringend gesucht haben, nämlich den Bedarf vor allen Dingen auch zum Essen? Ja, das habe ich nicht gewusst, dass die so dringend hatten. Der Wende kam und der Mauerfall, und dann musste ich einen neuen Arbeitsplatz finden. Und dann war der Frage, was mache ich jetzt, wenn ich in Berlin bleiben möchte? Und so langsam kam ich auf diese Idee, einen kleinen Laden aufzumachen, eigentlich mit kleine Geschenke. Aber fast die erste Kunde, der reinkam, fragt mich für Coleman's Mustard Powder. Das habe ich genau hier. Genau das. Sehr scharfer Senf. Ja, Senfpulver. Ja. Und ganz ehrlich, ich hatte keine Ahnung, was das war zu diesem Zeit. Und ich dachte, okay. Oh, dann kamen noch mehr Fragen, noch mehr Lebensmittel. Ich hatte das nicht vor, wirklich. Aber der Wunsch war da und man versucht, die Kundenwunsch zu erfüllen. Und so ist der Laden, wie es jetzt ist, entwickelt über die Jahre. Wenn wir diese ganzen Angebote hier sehen, das kommt alles natürlich von der Insel, aber Sie haben natürlich nicht nur Kunden, die aus Großbritannien stammen, sondern auch viele deutsche Stammkunden. Viele deutsche Stammkunden, viele, weil die haben vielleicht da studiert oder waren verreist dort und die haben was probiert und möchten das nochmals hier haben zum Beispiel. Besonders Kult ist natürlich hier diese Walkers, das gibt es in Deutschland gar nicht, diese Chipstüte, da sind glaube ich 24 kleinere Tüten drin. Genau. Geht weg wie die warmen Semmel, habe ich gehört. Ja, richtig. Ja, ja. Sagt man so. Wirklich Deutsch, ne? So, ja. Und was sind denn der Hauptverkaufsschlager bei Ihnen hier? Ich habe die wirklich hier ausgestellt, was wir am meisten verkaufen. Und oben fängt man an dann mit diesen Real Ales und Beers, Pimms unbedingt, sehr englisch, ne, der Pimms. Whisky, selbstverständlich, aus Schottland. Tee, alles. Wir haben einen irischen Tee, englischen Tees. Eine Tee, zum Beispiel der Glengetti, der gerne in Verlesen getrunken wird. Und jetzt entländisch, der neueste ist diese entkaffeinierten Tees. Mhm. Das fängt an mit ein einziges Sort und dann haben wir das weiter. Jetzt haben wir 4 oder 5 verschiedene entkoffeinierten Tees. Und ich sehe hier was Schönes, typisch britischer Humor, Spitfire, die, Bottle of Britain. Ja, genau. Sehr, sehr schön, ein bisschen Humor muss ja auch sein. Und was man sich natürlich vorstellen kann, ist, dass die Konkurrenz hier in Berlin ganz klein ist. Sie sind fast die Einzige, die sowas anbietet. Stimmt, und seit vorgestern, das kann man so sagen, sind Sie auch Hoflieferantin. Was war da passiert? Oh, das war sehr lieb. Ja, der kam rein und die haben die Cerealien gekauft für das Frühstück für die Königin. Ich weiß nicht, ob die das vergessen haben mitzubringen. Ich weiß es nicht, aber glücklicherweise hat das auf dem Regal. Ja, Moment, Also da ist jemand reingekommen und hat gesagt, wir brauchen für die Königin... Ja, was? Ja, ich habe eigentlich gefragt, kaufen Sie das für ein Hotel? Und die hat gesagt, ja, doch, Sie wissen, welches Hotel ich meine. Und dann ist er, ja, das ist eigentlich für der Königin. Und ich sage, oh, wow. Und was war das, was Sie da... Das ist so, heißt Bran Flakes and All Bran. Und das sitzt auf dem Regal bei den Cerealien. Ah, okay. Hier ist leider kein Platz mehr für Cerealien. Also hier sind aber sehr typische englische Sachen, wie zum Beispiel Mildsoßen etc. Genau.
Was ist denn mit Ihnen? Würden Sie denn... Das ist mit Lammfleisch. Alles mit Lammfleisch. Dann. Und die meisten Deutschen gehen, oh nein, eklig. Wie würden kann Sie man denn nach all den Jahren in Deutschland sagen, ich esse auch gerne mal so Sauerkraut und Eisbein? Nicht sehr, nein, ganz ehrlich gesagt, nicht sehr. Ich habe es einmal probiert, wirklich, ich habe einmal probiert, aber es ist wirklich nicht mein Ding. Okay. Aber Rotkohl. Rotkohl? Rotkohl, das machen die Deutschen viel besser als die Engländer. Verstehe. Wir haben hier noch einen zweiten Royal quasi. Ja, ja, der Prinz Liebe Harry, ist. Das ist eigentlich ungewöhnlich. Normalerweise hat man immer Lilien. Warum Harry? Well, you can still marry Harry. Ah, so sehe ich das. Okay. Der hat noch viel vor, ich sehe das schon. Oh ja, ja, ja. Und die Mädchen, die schwärmen davon, die lieben Harry. Und William hat seine Frau gefunden, ne? Ja, William hat seine... Er ist noch... Werden Sie denn die Queen, Sie haben sie, glaube ich, schon selber zweimal hier in Berlin gesehen, werden Sie denn am Freitag zum Beispiel zum Winken kommen und sie nochmal angucken, persönlich? Oh, wird toll, wenn ich das schaffe, wirklich, wenn ich das schaffe. Aber ich bin nicht sicher, ja, weil es ist so viel los jetzt in dem Laden im Moment. Ich weiß nicht, ob ich wirklich weg kann. Das ist das Ding. So. Ja, und hier war gestern noch viel mehr aufgebaut, ist alles weggekauft worden. Was ja sehr gut geht, ist dieses Shortbread. Ist ja logisch, weil man da auch herrlich die Queen eben drauf hat. Völlig klar. Außerdem ist das auch sehr, sehr lecker. Und was man auch noch sagen kann, ist, meine Damen und Herren, die Queen, die wir jetzt hier gerade auch begrüßt haben, die wird auch diesen Laden am Freitag wieder verlassen. Denn hinten steckt schon so ein Schild drauf, ist schon verkauft, meine Damen und Herren. Also machen Sie sich keine Hoffnung. Und damit zurück zu Konstanza Obatzky.